Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Heute geht es um mein Bild Akt vor dem Spiegel zeichnend. Es ist 120 cm hoch und 85 cm breit. Es orientiert sich an einer Zeichnung von Egon Schiele aus dem Jahre 1910. Hier in der Abbildung kann man sie vielleicht erkennen. Diese Zeichnung hat er nie farbig ausgeführt. Kommen wir zur Beschreibung. Auf dem Bild ist der Rückenakt einer Frau zu sehen, mit blauem Hut und blauen Strümpfen, die sich selbst im Spiegel betrachtet, hier ein wenig kleiner. Dahinter sitze ich als Beobachter der ganzen Situation, der diese Situation, die er sieht, zeichnet auf einem Blatt Papier, bekleidet mit Jeans und einem Sweatshirt. Außerdem ist hier auf dem Bild die Begrenzung des Spiegels auf der Wand zu erkennen. Der Körper des Aktmodells ist stark in die Länge gezogen und sehr dürr. Er entspricht durchaus nicht dem gängigen Schönheitsideal. Er ist eher unvollkommen und beschädigt, wie das bei vielen Bildern von Schiele, bei Aktbildern typisch ist. Kommen wir nun zur Analyse. Der Rückenakt ist in kräftigen Farben gegeben. Hier sieht man das leuchtende Rot oder hier Grüntöne in der Haut. Der Rückenakt ist insgesamt eher in Gelbtönen gehalten. Im Gegensatz dazu ist alles, was sich in diesem Spiegelraum befindet, weiß aufgehellt. Hier hat man nur noch einen Cremeton als Haut. Auch meine Person ist als Künstler mit Weiß aufgehellt. Zu den Kontrasten ist zu sagen, dass hier wohl der Kalt-Warm-Kontrast eine große Rolle spielt. Die Rottöne in den Haaren und die Brauntöne im Hintergrund im Gegensatz zu den Blautönen der Kopfbedeckung, der Jeans, aber auch hier in der Spiegelebene zu finden. Auffällig sind die starken Konturlinien, die die Körper vom Umfeld abgrenzen. Diese sind nicht natürlich. Im ganzen Bild ist auch kein Versuch unternommen worden, eine Stofflichkeit hervorzurufen. Neben diesen Konturlinien finden sich auch auffällige Pinselstriche, die man als Betrachter erkennen kann. Es geht also nicht darum, eine möglichst große Stofflichkeit zu erzeugen, sondern die Spontaneität des Malprozesses zu verdeutlichen. Trotz dieser starken Konturlinien wirkt das Bild dadurch bewegt. Als perspektivische Linie ist vielleicht diese Linie hier durch die drei Köpfe anzusehen. Ansonsten wird die Räumlichkeit aber erzeugt durch die unterschiedliche Größe der Figuren, je weiter sie vom Betrachter entfernt sind. Aber das Interessanteste ist die einfache, aber leicht übersehene Möglichkeit, durch Überschneidung Räumlichkeit zu erzeugen. Hier verdeckt der Arm des vorderen Aktes einen Teil des hinteren Aktes, deswegen ist er dahinter. Ebenso verdeckt der hintere Akt mich als Zeichner durch den Arm, also bin ich noch eine Ebene dahinter. Wären die Personen alle direkt nebeneinander aufgereiht, ohne eine Überschneidung zu haben, wäre das Bild deutlich langweiliger, wie ich hier versuche einmal zu verdeutlichen. Ich glaube, man kann leicht nachempfinden, wie langweilig ein solcher Bildaufbau wirken würde. Der Betrachter des Bildes befindet sich auf Augenhöhe des Künstlers. Das heißt, die Akte werden aus einer leichten Untersicht gezeigt. Man erkennt, dass mit dem Randbezug gearbeitet wird,
Die Personen sind alle angeschnitten. Der Akt im Vordergrund ist hier in Höhe des Kopfes und in Höhe der Oberschenkel angeschnitten. Selbst die Spiegelung ist hier unten abgeschnitten. Bei der Komposition fällt diese Reihung der vertikalen Linien auf. Aber es ist leicht erkennbar, dass das Hauptaugenmerk auf diese Linie gelegt wird, die den goldenen Schnitt als harmonisches Prinzip angibt. Kommen wir nun zur Interpretation. Das Aktmodell betrachtet sich kritisch im Spiegel. Man erkennt leicht diesen fragenden, zweifelnden Blick, den das Spiegelbild zurückwirft. Ebenfalls erkennt man in dem Bild die konzentrierte, angestrengte Beobachtung des Zeichners, der versucht, diese Situation festzuhalten. Der kritische Blick, mit der sich das Modell selbst im Spiegel betrachtet, das Zweifelnde, das Abgleichende zu dem gängigen Schönheitsideal, ist es, was dieses Bild ausmacht. Die Frage nach der eigenen Identität innerhalb der Gesellschaft. Die Frage nach dem, wer bin ich? Was macht mich aus? Wie sehen mich meine Mitmenschen? Wie sehe ich mich selbst? Diese Frage wird vom Aktmodell auch auf den Maler übertragen, der sich ja selbst ebenfalls im Spiegel beobachtet. So ist der angestrengte Blick des Malers, der eigentlich die Konzentration wiedergibt, die er beim Zeichnen und beim Aufnehmen dessen, was er sieht, benötigt, die aber andererseits auch eine Frage an sich selbst ist: Wer bin ich? Wie stehe ich eigentlich in der Gesellschaft? Dies sind auch die Fragen, die sich Egon Schiele selbst gestellt hat. Er lebte von 1890 bis 1918, also nur sehr kurz, 28 Jahre wurde er alt, bevor er von der spanischen Grippe dahingerafft wurde. Diese Zeichnung, Aktmodell vor dem Spiegel zeichnend, hat er 1910, also mit 20 Jahren, angefertigt. Egon Schiele hat mit 16 die Aufnahmeprüfung der Wiener Kunstakademie geschafft, bricht die Ausbildung aber nach 2 Jahren ab, weil ihm die Ausbildung zu konventionell erscheint. Er orientiert sich in den Anfängen am Jugendstil der Kunstrichtung, die in Wien zu der Zeit en vogue war. Er traf 1907 mit 17 Jahren Gustav Klimt und orientierte sich wie dieser zunächst am Jugendstil. 1909 jedoch findet man in seinen Werken bereits Anklänge des Expressionismus und man kann ihn mit Fug und Recht als expressionistischen Maler bezeichnen. Das Kennzeichen des Expressionismus ist die Veränderung der Form und der Farbe hin zu einem größeren Ausdruck, der transportiert werden soll.